Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Mittwoch, auch wenn hier zumindest bislang wettertechnisch nicht so schön war, ziemlich feucht und nass und bedeckt. Ist momentan mal einmal Tag so, einmal Tag so. Von daher habe ich es wieder richtig gemacht. Ich war gestern schön einkaufen beim herrlichsten frühlingshaften Wetter. Ja, heute kommen wir zur 44. Stunde zur Weltgeschichte und dem 562. Geschichtsvideo von Egon insgesamt. Ja, zu aktuellen habe ich noch eins. Ja, jetzt haben ja die Amerikaner wohl endgültig beschlossen, irgendwelche Sanktionen zu erlassen gegen Firmen, die sich an dem Bau dieser Nord Stream 2 Trasse beteiligen, dieser Gaspipeline durch die Ostsee. Mit der Begründung, wir würden uns dann zu sehr von den Russen abhängig machen. Dann schenke ich mal einen kleinen Gruß nach Washington an die AIPAC. Vor allen Dingen, da mache ich mich lieber von den Russen abhängig, meine Freunde, als von eurer zionistisch gelenkten Administration. Denn nach mittlerweile, muss ich kurz rechnen, rund knapp 24 Jahren Ostzone unter russischer Besatzung, und jetzt mittlerweile 30 Jahren Leben in einem Deutschland unter zionistischer Knechtschaft, muss ich sagen, war mir der Russen lieber, der man wenigstens als Deutschen Deutscher sein lassen, haben uns nicht geflutet mit Migranten. Und ja, ob man nun vom Zentralkomitee regiert wird oder vom Zentralrat, ist eigentlich kein großer Unterschied. Einziger ist halt, dass die uns nicht ganz so ausgenommen haben gegen Ende. Ne? Also die Damen und Herren vom Zentralrat, die sind da etwas gieriger. Deswegen, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das Hornberger Schießen ausgeht. Das soll ja ab nächstes Jahr fertig sein. Also wenn man das Unternehmen kappen sollte, nur weil man sich wieder bei den Zionisten einkratzen will in Amerika, dann können wir uns komplett erschießen, weil wenn wir das wunderbar teure Flüssiggas aus Amerika bekommen, dann und dann noch dazu CO2-Bepreisung für Öl und Benzin und Diesel und alles Mögliche, na dann, da sind wir voll am Arsch, würde ich sagen, weil dann wird das Leben mittlerweile unbezahlbar. Ne? Ja, deswegen, aber einerseits wäre es gut, weil vielleicht brauchen die Deutschen endlich wieder so einen richtigen Tritt in den Arsch, um endlich aufzuhören, sich in Selbstmitleid und Zerfleischung aus irgendwelchen Zeiten von vor 74 Jahren zu vertun, und endlich mal in die Zukunft zu schauen, in früherer Zukunft zu denken und nicht in der Vergangenheit. Gut, das soll es gewesen sein als Vorwort zu dieser Posse mit dieser Nord Stream 2 Trasse. Und nun geht's los mit der 44. Stunde zur Weltgeschichte. Heute das letzte lange Video aus dem Band. Ich hatte schon gesagt, um das ordentlich einzuteilen. Da ist jetzt nur noch, oh, jetzt fällt mir hier was runter, nur noch 20 Seiten sind. Wär's natürlich Käse, dann ein Video, das nächste wieder mit 8 zu machen und dann am Ende, ja, am Ende nur noch 2 Seiten zu haben, ne, 4 Seiten. Von daher mache ich dann die letzten beiden, also morgen und übermorgen, 6 Seiten. Jetzt ist mir hier ein bisschen was verblättert. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle. Wir hatten gestern als letztes, das war zwar die Randbemerkung, wo es um die Pholidogaster ging, eine Amphibienart aus der Gruppe der Anthracosaurier. Aber der letzte große Abschnitt war: Vegetation hebt Sauerstoffanteil. Alles um 354 Millionen Jahre vor heute. Was da alles genau angesprochen worden ist und was es da ging, etc. Einfach mal das Video von gestern anschauen. Es ist bei YouTube, bei Facebook und bei VK.com zu sehen. Von daher sollte man sich die Zeit nehmen, damit man Argumente hat gegen die Wirrköpfe mit ihren Klimakatastrophen, Panikgesülze. Ja, heute geht es weiter. Um 354 Millionen Jahre vor heute bis 250 Millionen Jahre vor heute. Imposante Fluginsekten im Sumpf.
In Süßwassersümpfen und Seen karbonischer Steinkohlewälder entwickelt sich eine Gruppe imposanter Fluginsekten, die als Urflügler, und jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort, in Klammern Palaeodictyopteroidea, ich wiederhole es nochmal, Palaeodictyopteroidea, und noch ein drittes Mal, Dictyopteroidea. Jetzt haben wir es richtig. Nochmal ein letztes Mal. Palaeo Dictyopteroidea. Also ganz schwieriges Wort, Klammer zu, reicht, bezeichnet werden. Ob sie eine Stammform späterer Fluginsekten darstellen, ist umstritten. Manche Wissenschaftler vertreten die Hypothese, dass die Urflügler, die zum Ende des Perms um 250 Millionen Jahre vor heute wieder aussterben, eine frühe Seitenlinie repräsentieren. Auf eine mögliche Verwandtschaft der Urflügler wie Namorotypus sipelli oder Scepasma mediomatricorum zu späteren Protodonaten, den unmittelbaren Vorläufern der modernen Libellen, deuten die ebenfalls seitlich abstehenden, nicht faltbaren Flügel hin, die eine Spannweite von bis zu 70 Zentimetern aufweisen. Die meisten Urflügler ernähren sich von Sporen, Pollen und Pflanzensäften. Ja, und da haben wir dieses durch. Mal schauen, ob das Wort nochmal kommt im Bild. Ich wiederhole es nochmal. Also, das waren die Palaeo Dictyo, nochmal, Palaeodictyopteroidea, ganz schwieriges Wort, aber es gibt ja auch das Einfache dafür, die Urflügler. Und da nehme ich erstmal noch Kaffee und Milch, damit wir die nächsten schwierigen Worte wieder leichter von der Zunge bekommen. Ein Bild dazu haben wir hier. Moderne Libellen wie der Plattbauch in Klammern Libellula depressa, Klammer zu, stammen möglicherweise von den Urflüglern des Karbons ab. Und da haben wir das erste Bild für heute. Eine Libelle. Ein bisschen schlecht vom Kontrast her, weil das so ein Grün im Hintergrund auch ist. Aber ich hoffe, man kann es im Video trotzdem gut erkennen. Die, was war es, Libellula depressa. Ja, und weiter geht's mit einem etwas größeren Artikel. Um 354 bis 292 Millionen Jahre vor heute. Leitfossilien des Karbons. Im Karbon fossilisieren zahlreiche verschiedene Pflanzen und Tiere, die heute als sogenannte Leitfossilien gelten. Mit ihrer Hilfe können geologische Schichten bestimmten Zeiträumen eindeutig zugeordnet werden. Als Leitfossilien eignen sich möglichst kurzlebige, weit verbreitete und nur in bestimmten Gesteinsschichten vorkommende Formen. Die karbonische Fauna unterscheidet sich deutlich von der des Devons von 417 bis 354 Millionen Jahre vor heute. In der Stratigraphie der Wissenschaft von der zeitlichen Aufteilung der Ablagerungsgesteine und der Erdgeschichte wird grob zwischen Unter- und Oberkarbon unterschieden. Während die stratigraphische Bestimmung des Unterkarbons fast völlig anhand von tierischen Resten geschieht, spielen im Oberkarbon pflanzliche Fossilien bereits eine größere Rolle. Zu den wichtigsten Leitfossilien des Unterkarbons zählen die Conodonten, millimetergroße, zahnähnliche Gebilde, die erstmals in der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden wurden und seitdem für die relative Altersdatierung paläozoischer Schichten eine bedeutende Rolle spielen.
Sie existieren bereits im Kambrium 545 bis 495 Millionen Jahre vor heute. Aber ihre Hauptverbreitungsphase fällt ins Devon und Karbon. Weitere marine Leitfossilien des Karbons sind Brachiopoden, in Klammern muschelartige Armfüßer, Klammer zu, für das Unterkarbon sowie Fusuliniden, in Klammern Urtierchen, Klammer zu, für das Oberkarbon. Charakteristisch für karbonische Aha, das haben sie da zwischen zwei, drei Worten die Pause vergessen. Sieht aus wie ein ganzes Wort. Also ich wiederhole es nochmal. Charakteristisch für karbonische Sedimente sind auch, das haben sie alles zusammengeschrieben im Buch, Bryozoen, in Klammern Moostierchen, Klammer zu. Während diese im Devon knollige Formen hervorgebracht hatten, wachsen sie nun bevorzugt band- und fächerförmig. Die Seelilien erreichen einen Höhepunkt ihrer Verbreitung. Bei den Korallen treten typische, einzeln lebende Formen auf. Wichtige neue Tiergruppen bringen auch die zu den Urtierchen zählenden Foraminiferen hervor. Ja, war schwierig das Wort. Also die hatten hier Sedimente sind auch, haben die als ein Wort zusammengeschrieben. Also da hat immer dazwischen das kleine Leerzeichen gefehlt. Ja, haben wir noch zwei Bilder dazu, beziehungsweise ein Bild und dann so eine Abbildung mehrerer Sachen. Da gehe ich mal ganz kurz zurück dann. Fossile Pflanzen spielen als Leitfossilien im Oberkarbon eine wichtige Rolle. Im Karbon versteinertes Farnblatt. Haben wir mal so ein karbonisches Farnblatt, wie das aussah. Ja, sah schon sehr interessant aus in dieser Zeit auf der Erde. Allerdings konnten das noch keine Menschen bewundern, denn die gab es zu dieser Zeit noch nicht. Und jetzt haben wir diese Übersicht. Übersicht über einige der wichtigsten Fossilien des Karbons. Und da gehe ich sie mal nacheinander durch, damit man sieht, da noch oben links die Nummer 1, Brachiopoden in Klammern aus dem Unterkarbon. Also da sehen wir jetzt mal, wie die Brachiopoden aussehen. Da haben wir es. Das ist ein Brachiopode. Die Nummer 1 in dieser Übersicht. Dann das zweite gleich daneben. In der Mitte von dieser Übersicht, das sind die Gastropoden, ebenfalls aus dem Unterkarbon, sieht ein bisschen aus wie so eine Muschel. Da haben wir es. Dieses hier daneben, das ist die Nummer 2. Als nächstes, dann ganz rechts, ganz oben, die Nummer 3, die Anthozoen, ebenfalls aus dem Unterkarbon. Die Anthozoen, hier sind sie. Müssen wir nicht richtig hinstellen. Ich habe mal komischerweise ein Bein daneben, ein Fuß vielleicht. Da wackelt es dann zu sehr. Dann die Nummer 4. In der Mitte links. Nummer 4, Bivalvia. Posidonia. Becheri, in Klammern aus dem Unterkarbon. Muss ich mal schauen. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss mal kurz anfangen. Ich sehe gerade, die 1 hat man richtig, Brachiopoden. Dann haben wir oben in der Mitte die 4. Ich dachte, die haben das numerisch richtig gemacht. Das sind die Bivalvia, Posidonia Becheri aus dem Unterkarbon. Das ist die Nummer 4. Das ist das, was ich zuvor gezeigt habe. Also das ist jetzt das Richtige. Entschuldigung, habe ich zu spät gesehen, dass die Zahl nicht stimmt. Ich dachte, man geht oben reihum in dieser Übersicht vor. Dann haben wir die 5 daneben. Das sind auch Bivalvia,
Lotneri, ebenfalls aus dem Oberkarbon. Das ist das dritte, was ich gezeigt hatte. Also sind auch Bivalvier. Jetzt haben wir es richtig. Da haben wir in der Mitte links die Nummer 3. Das sind jetzt die Anthozoen aus dem Unterkarbon. Haben wir hier. Also das sind jetzt die Anthozoen da neben meinen Fingern. Ganz links in der Übersicht Anthozoen. Dann daneben in der Mitte die Nummer 2. Das sind jetzt die Gastropoden aus dem Unterkarbon. Die hatte ich vorhin irrtümlicherweise diese Bivalvier gezeigt. Das sind jetzt die Gastropoden. Also einer davon. Und dann geht's weiter. Die Nummer 6, da haben wir zwei davon. Die Nummer 6, das sind Foraminiferen aus dem Oberkarbon. Die sind so zwischen der zweiten und dritten Reihe dazwischen hier oben, diese beiden Dinge. Die Fora Miniferen, ich mach's mal so. Also das, was man jetzt ganz unten sieht, diese zwei Teile nebeneinander. Dann haben wir noch die Nummer 7, Urflügler Stenodictia lobata aus dem Oberkarbon, also so eine Libellenart. Das kann man sehr gut erkennen. Haben wir ja noch auch heute noch hier das ganz große mit den großen Flügeln. Und dann die untere Reihe noch, die Nummer 8. Sind die Chordaites aus dem Oberkarbon. Sehen wir auch eins davon. Ganz links unten in der Reihe, da ist er. Also hier, ne? Und zwei sind es noch. Die Nummer 9. Die Lykophyten, ebenfalls aus dem Oberkarbon, unten in der Mitte, haben wir hier Lykophyten. Da haben wir sie. Und dann haben wir noch ganz rechts die Nummer 10, die Artikulaten, ebenfalls aus dem Oberkarbon. Ja, war schon eine abwechslungsreiche Flora und Fauna schon zu dieser Zeit, hatte sich einiges entwickelt. Ja, da sind wir durch die Übersicht. Dadurch hat jetzt die Seite etwas länger gedauert. Aber Entschuldigung für den Fehler am Anfang. Ich hatte gedacht, es geht oben links mit der 1 los, unten rechts ist dann die 10. Aber die Zahlen waren etwas durcheinander. Ja, jetzt kommen wir zu einem Fokus. Mal schauen, habe ich ja alles, auch die Bilder, ja, Randbewerbung gab es keine, ja. Jetzt geht es weiter mit dem Fokus, die Fühler der Insekten, Multifunktionalität als Schlüssel zum Erfolg. Wie die zahllosen Insektenarten selbst, so weisen auch deren Sinne einen außerordentlich hohen Grad an Spezialisierung auf. Im Vergleich zu den Sinnesorganen höherer Wirbeltiere wie Vögeln oder Säugern sind sie vor allem vollkommen anders organisiert. Geruchs- und Geschmackssinn gehen häufig untrennbar ineinander über. Auch Gehör- und Tastsinn lassen sich nur in Ausnahmefällen voneinander trennen. Die Kopfsinne der Insekten geben der Forschung bis heute Rätsel auf. Bevor es in den gesamten Text geht, noch ein kurzer Kaffee und dann Schluck Milch. Die Fühler sind bei den meisten Insekten das mit Abstand wichtigste Sinnesorgan. Sie dienen der sozialen Kommunikation, informieren aber auch über elektrische Widerstände,
Schallwellen, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, selbst über Geschmack und Gerüche. Ameisen und Bienen unterscheiden mit ihnen Zuckerlösungen von Wasser. Vielen blutsaugenden Insekten zeigen sie über Wärmesignale die Position eines potenziellen Opfers an. In Größe und Gestalt weisen die Insektenfühler eine enorme Bandbreite auf. Sie erscheinen als extrem kurze oder die Länge des Körpers weit überragende Antennen, als geweihartige Gestelle oder, wie bei vielen Käfern, Spannern und Spinnen, als Fächer oder Federn. In der Regel verhält sich die Ausprägung der Fühler umgekehrt proportional zu derjenigen der Augen. Sind diese schlecht, so sind die Fühler oft gut entwickelt. Sind sie hingegen besonders gut, dann bleiben die Fühler klein. Weiter geht's. Erster Unterabschnitt dieses Fokus, die Fühler der Insekten. Riechantennen und hörende Beine. Entschuldigung, das hat man bestimmt auch gehört, aber es geht nicht anders. Kurzes Bäuerchen. Riechantennen und hörende Beine. Geruchsempfindungen werden an den Fühlern durch eine Reihe von Duftempfängern in Klammern Rezeptoren Klammer zu wahrgenommen. Bei den Bienen und bei vielen anderen Insekten dient der Geruchssinn primär dem Zweck, geeignete Nahrungsquellen zu finden. Eine nicht minder große Bedeutung übernimmt er bei anderen Insektenarten im Bereich der Fortpflanzung. Diese Arten bedienen sich des Geruchssinns, um einen geeigneten Wirt aufzuspüren, auf dem sich Eier ablegen lassen, oder aber um einen geeigneten Geschlechtspartner zu finden. Gibt es einen Menschen, ich kann dich gut riechen, so ungefähr, ne? Ja. Manche Falterarten, bei denen der Geruchssinn bei der Paarung eine entscheidende Rolle spielt, können einzelne Moleküle des Duftstoffs, den die Weibchen aussenden, auf eine Entfernung von mehr als einem Kilometer wahrnehmen. Ja, die Weibchen mit ihren Duftstoffen, ganz gefährlich, ne? Bei vielen Insekten werden zentrale Lebensfunktionen vom Tastsinn und dem Gehörsinn gesteuert. Zwei Sinne, die stark ineinander übergehen. Wirkliche Gehörgänge mit einer Art primitivem Trommelfell besitzen nur die Grillen, Heuschrecken, Zikaden und zahlreiche Nachtfalter. Doch befinden sich diese Gehörorgane niemals am Kopf, sondern unterhalb der Kniegelenke oder am Hinterleib. Ne, schau an, die es ist gut, ne? Die hören also am Hintern und an den Knien. Interessant, ne? Ja. Der Grund dafür ist, dass das Gehör der Insekten in einem engen Verhältnis zum Tracheensystem steht, das der Atmung dient. An bestimmten Stellen sind die Tracheenröhrchen zu einer Art Lufttasche erweitert. Hier befinden sich Gehörmembrane, die Schallwellen zu den Sinneszellen leiten. Trotz ihrer vergleichsweise primitiven Bauart lassen diese Membrane die Insekten eine erstaunliche Bandbreite von Tönen erkennen. Ja, also jetzt wissen wir, Insekten hören nicht hier oben am Ohr, also diese Insekten nicht am Kopf, sondern in der Kniekehle und am Hinterteil. Ja, hier haben wir ein Bild schon mal dazu, dann machen wir gleich beide weg und dann den letzten Abschnitt. Australische Priamusfalter bei der Paarung. Düfte dienen Schmetterlingen zur Partnersuche. Jetzt kriegen Sie mal noch ein Schmetterlingssexbild. Na, gucke an, gucke an. So pflanzen sie sich fort. Die Schmetterlinge, schön farbig, ne? Herrlich. Herrlich. Sieht man in der Stadt leider selten. Früher, wo ich noch außerhalb gewohnt hatte, hat man öfters mal Schmetterling gesehen. Und als Kind sowieso, wenn man noch durch die Wiesen gestrauchelt ist, hinter dem Haus. Ja,
Zweite Bild, der südafrikanische Augenspinner, ein Nachtfalter, hat besonders große und weit verzweigte Fühler. Ja, sieht ganz imposant aus, dieser Nachtfalter. Da haben wir's. Interessant, was es alles für Getier auf der Erde gibt, nicht? Und weiter geht's. Letzter Unterabschnitt zu diesem Fokus. Tasthaare dienen der Orientierung. Der Körper der meisten Insekten ist mit sogenannten Sensillen bedeckt. Es handelt sich um feine Haare und Borsten, die mit dem Nervensystem in Verbindung stehen. Besonders stark entwickelt sind sie bei manchen Insekten an den Fühlern, bei anderen an den Füßen, den Beinen oder im Mundbereich. Zahllosen Fluginsekten liefern sie wichtige Informationen über die Windverhältnisse. Andere registrieren mit ihrer Hilfe feinste Schwingungen und Erschütterungen. Entschuldigung, bei einigen Insekten wie den Schmetterlingen oder Fliegen dienen die Sensillen als Geschmackshaare. Sie sind von einfacher Bauart, erlauben den betreffenden Tieren aber, die Verträglichkeit einer potenziellen Nahrung dadurch zu testen, dass sie auf ihr herumlaufen. Na, schau an. Also wird nicht erst gekostet, sondern laufen drauf rum, merken sie, schmeckt's mir oder schmeckt's mir nicht. Sinneszellen an den Haarwurzeln liefern die notwendigen Informationen. Sie reagieren auf Stoffe, die das Tier nicht vertragen kann, etwa auf Säuren, Salze und Alkohol, oder sprechen auf Zucker an, einen wichtigen Nahrungsstoff vieler Insekten. Die Organisation dieses Sinnesorgans reicht aber noch sehr viel weiter. Während einige Sensillen sehr schnell starke Impulse an das Gehirn weiterleiten, reagieren andere deutlich verzögert und schwach. Der Vorteil dieser unterschiedlichen Rezeptivität der einzelnen Tasthärchen ist, dass das Gehirn auch bei starken Reizen nicht mit einer einzigen Information überschwemmt wird. Ja, sehr interessante Informationen über die Insekten. Ich weiß nicht, ob jeder das schon wusste, was da so jetzt zur Sprache kam. Ja, und wer es schon wusste, ist nochmal aufgefrischt worden. Weiter geht's. Irgendwie merke ich ein bisschen heute wieder in die Nase. Weiter geht's mit, und jetzt muss ich genau gucken mit den Randbemerkungen, weil die sind schon ein bisschen anders in der Zeit. Das letzte um 354 bis 292 Millionen Jahre vor heute. Evolutionsschub im Karbon. Insekten entwickeln Flügel. Im Devon waren es die Fische, die durch Spezialisierung in großem Stil Lebensräume erobern konnten. Die des Wassers. Im Karbon kommt es nun zur Besiedlung des Festlands durch die Insekten. In den Kohlesümpfen leben Urlibellen, viele Schabenverwandte, Vorfahren der Eintagsfliegen und der Wansen sowie frühe Vertreter der Heuschrecken. Ein wichtiges Ereignis dieser Periode ist die Aufspaltung der Gruppe der Insekten in die Apterygoten, die Ungeflügelten und die Pterygoten, die geflügelten Insekten. Zum Ende des Karbons existieren in der Klasse der Insekten bereits hunderte, möglicherweise tausende verschiedener Arten. Nächste Unterüberschrift oder erste Unterüberschrift, erster Unterabschnitt zu diesem Artikel. Klein, aber erfolgreich. Trotz des außerordentlichen Formenreichtums der unterschiedlichen Ordnungen, Gattungen und Arten lassen sich einige typische gemeinsame Merkmale aller Insekten bestimmen. Na, heute haben wir es aber mit Bäuerchen. Insekten sind in der Regel klein.
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden gewisse tropische Schmetterlinge mit einer Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern, sowie der ebenfalls tropische Goliathkäfer mit einem Panzer von 15 Zentimetern Länge. Damit sind aber auch schon die Giganten des Insektenreiches genannt. Die Ausprägung kleiner Formen ist bei den Insekten durch ihre Atmungstechnik bedingt. Die Tiere haben keine Lungen, sondern Tracheen, feine Röhrchen, deren Öffnungen an der Körperoberfläche münden. Im Inneren bilden sie ein fein verzweigtes System, das sämtliche Organe und Gewebe mit Sauerstoff versorgt, der aus der Luft herausgefiltert wird. Da Tracheen weniger effektiv sind als Lungen und dem Körper nur begrenzte Mengen Sauerstoff zuführen können, ist dieses Atmungssystem für große Lebewesen ungeeignet. Es gibt weitere charakteristische Merkmale aller Insekten. Ihr Körper ist in drei Segmente gegliedert: Kopf, Mittelteil in Klammern Brust oder Thorax, Klammer zu, und Hinterleib in Klammern Abdomen, Klammer zu. Im Unterschied zu zwei weiteren Vertretern der karbonischen Gliederfüßer, den Spinnen und den Tausendfüßern, haben Insekten drei Beinpaare, die jeweils am Thorax befestigt sind. Aufgrund dieser sechs Beine werden sie auch als Hexapoda bezeichnet. Hexa für sechs. Am Kopf tragen sie Mundwerkzeuge und ein Fühlerpaar. Die Flügel, soweit vorhanden, sind ebenfalls am Thorax angewachsen. Und dann machen wir gleich den letzten Unterabschnitt und dann haben wir noch zwei Bilder dazu zu den Insekten. Letzter Unterabschnitt zu diesem Artikel: Evolutionsschub im Karbon, Insekten entwickeln Flügel. Anpassungskünstler. Ihre Durchsetzungsfähigkeit im Karbon und in allen nachfolgenden Erdzeitaltern verdanken die Insekten einer Reihe verschiedener Eigenschaften. Ihre Anforderungen an die Umwelt sind bescheiden. Aufgrund ihrer enormen Anpassungsfähigkeit und geringen Größe benötigen sie oft nur winzige Mengen an Nahrung. Diese finden sie auch in ökologischen Nischen, die von größeren Tieren einfach nicht besetzt werden können. Insekten leben zum Beispiel im Inneren eines Samenkorns und sogar als Parasiten von Parasiten. Aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit können sie nahezu jeden Lebensraum besiedeln. Einen evolutionären Vorteil erlangen Insekten mit der Flugfähigkeit. Sie erleichtert es, bei ungünstigen Lebensbedingungen den Ort zu wechseln, Feinden zu entfliehen und erfolgreich Geschlechtspartner zu suchen. Ja, wie kann man da kurz sagen? Das geflügelte Wort oder Sprichwort: klein, aber oho, die Insekten, nicht wahr? Ja, und da haben wir noch zwei Bilder dazu. Flugpioniere sind diese im baltischen Bernstein fossilisierten Pterygoten. Die Fähigkeit zum Fliegen entwickeln die Insekten im Zeitalter des Karbons. Also hier im Bernstein für die Nachwelt erhalten die Pterygoten. Da haben wir's. Die haben praktisch ihr ganz privates Bernsteinzimmer bezogen. Die beiden hier. Und das zweite Bild: Heuschrecken zählen zu den ältesten Insekten der Welt. Die ersten Vertreter der echten Laubheuschrecken sind für die Jurazeit belegt. Im Karbon leben frühe Vertreter dieser Insektenfamilie. Da haben wir die Heuschrecken, die aufgrund ihrer Gefräßigkeit einen nicht so guten Ruf haben und gern auch mit gewissen Leuten verglichen werden, die über ein Land herfallen und es ja
kahl fressen. Haben wir eine Heuschrecke. Und jetzt kommen wir zu den beiden Randbemerkungen und da geht es jetzt in der Zeit wieder etwas voran. Erstmal, oder drei sind sogar, sehe ich gerade, auf der linken Seite sind zwei. Um 340 Millionen Jahre vor heute, in den Kohlesümpfen des Karbons, leben die Lepospondyli. Die in der Regel kleinen Amphibien verdanken ihren Namen kleinen hülsenförmigen Wirbeln, den sogenannten Lepospondylenwirbeln. Ihr Körper setzt sich aus einer Vielzahl dieser Wirbel zusammen. Nochmal um 340 Millionen Jahre vor heute. Die seit dem Unterdevon in den Meeren lebenden Lungen- und oder Lurchfische, in Klammern Dipnoi, Klammer zu, breiten sich weiter aus. Die Fische, die sowohl Lungen als auch Kiemen besitzen, bilden eine Gruppe der fleischflossigen Fische. Charakteristisch ist für sie die in der Bauchregion liegende, aus dem Vorderdarm ausgestülpte Lunge. Also ein Bild haben wir dazu nicht, weil es eine Randbemerkung ist. Und jetzt nehme ich noch einen Schluck Milch. Und dann haben wir rechts die dritte Randbemerkung. Auch da kommen wir wieder in der Zeit ein Stück voran. Um 330 Millionen Jahre vor heute. In den Gewässern des Unterkarbons jagt der fischähnliche Crassigyrinus, ein flossenloses Amphib. Fossile Reste des Tieres werden im schottischen East Kirkton gefunden. Sie weisen Crassigyrinus als etwa 2 Meter langes Raubtier aus, dessen Kiefer über scharfe Zähne verfügt. Da Crassigyrinus im Vergleich zum Körper winzige Beine und Füße besitzt, lebt er vermutlich ausschließlich im Wasser. Und da geht's weiter mit der vorletzten und der letzten Seite. Da haben wir noch eine Randbemerkung mit einer Begriffserklärung und drei Artikel. Und auch da kommen wir wieder in der Zeit ein Stück voran. Um 325 bis 292 Millionen Jahre vor heute. Gebirgsbildung im Osten. Die Ära der variskischen Gebirgsbildung tritt in ihre letzte Phase. Ihr herausragendes Merkmal ist der Umstand, dass in ihrem Verlauf nicht nur Gebirge aufgeworfen, sondern ganze Kontinente aneinandergeschweißt werden. Die Meeresstraße, die im Devon den nordamerikanisch-europäischen Doppelkontinent von Gondwana trennte, hatte sich etwa an der Devon-Karbon-Grenze geschlossen. Entschuldigung, war noch ein Bäuerchen. Geschlossen. Zugleich gingen das spätere Nord-, Mittel- und Südamerika eine Landverbindung ein, die in ihrer Lage bereits grob der heutigen entsprach. Um 340 Millionen Jahre vor heute waren nahezu alle Festlandsmassen zu einem riesigen Kontinent, in Klammern Pangaea, Klammer zu, vereint. Im Oberkarbon sind diese Kontinentalverschiebungen abgeschlossen. Der Schwerpunkt der variskischen Gebirgsbildung verlagert sich nach Osteuropa und in den asiatischen Raum. In den Randbereichen Europas beginnt im späten Karbon die sogenannte asturische Phase, die vor allem die nordwestspanische Provinz Asturien und Teile Frankreichs betrifft. Also, wir sehen, so langsam schiebt sich die Kontinente, die das Festland so zurecht, wie wir es heute kennen, wie wir es hier auf der Karte sehen können. Ja, weiter geht's. Nochmal um 325 Millionen Jahre vor heute. Senkbewegungen in Mitteleuropa. Infolge ausgeprägter Verbiegungen der Erdkruste entstehen in den Gebirgen und Vortiefen West- und Mitteleuropas große Festlandsbecken. Zentrum der Senkbewegungen ist die Saxo-Thuringische Zone.
Sie umfasst unter anderem den Nordschwarzwald, den Odenwald, den Thüringer Wald, das Fichtelgebirge sowie das Erzgebirge. Kurz darauf bildet sich durch die Kollision der Zone mit dem Moldanubicum, ich wiederhole es nochmal, Moldanubicum, unterhalb der heutigen Hügellandschaft der Oberpfalz eine gewaltige Gebirgswurzel. Ja, sehen wir mal, also alles zu der Zeit, ja, in der Richtung gelaufen, entstanden, die Saxo-Thuringische Zone mit dem Nordschwarzwald, Odenwald, dem Thüringer Wald, dem Fichtelgebirge und dem Erzgebirge. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Blick in die hügelige Landschaft der Oberpfalz in Bayern, in Deutschland. Da sieht man auch, selbst von der Erdentwicklung kann man sehen, was wirklich zusammengehört und was zu Deutschland gehört und was nicht. Also, die Türkei gehört nicht zu Deutschland. Und auch die Türken nicht, auch wenn man es uns einreden will. Ist einfach nicht gemeinsam gewachsen. Und wenn sich hier Türken, Araber und Afrikaner ansiedeln in großer Zahl, dann ist es nichts weiter als eine Okkupation, eine Invasion, eine Eroberung. Hat nichts damit zu tun, dass die dann zu Deutschland gehören. Die wollen uns verdrängen. Genauso wie das in der Tierwelt ist, wenn da fremde Arten über ein anderes Gebiet herfallen. Weiter geht's. Letzte große Artikel heute, und da trinke ich vorher noch einen Schluck Kaffee. Mehr klamsert das die Zunge. Etwas trocken wird. Um 325 bis 292 Millionen Jahre vor heute. Europas Steinkohle entsteht. Im feuchtwarmen Klima des Äquatorraums bilden sich im mittleren und oberen Karbon die wichtigsten europäischen Steinkohlevorkommen. Überwiegend handelt es sich um sogenannte paralische Reviere, um Kohlevorkommen in unmittelbarer Küstennähe, die in sumpfigen Brackwasser führenden Sedimentationsbecken entstehen und zuweilen marine Ablagerungen enthalten. Als ihr Gegenstück bilden sich landeinwärts in reinen Süßwassergebieten die limnischen Reviere. Oh, so schlimm heute. Nochmal Luft im Bauch. Das feuchtwarme Klima in den ausgedehnten Moorlandschaften Europas begünstigt ein üppiges Pflanzenwachstum. Der feuchte Boden verhindert zugleich, dass umstürzende Bäume organisch abgebaut werden können, bevor sie versinken. Nur zum Teil zersetzt wird das abgestorbene Pflanzenmaterial zu Torf. Wird der Torf von anderen Sedimenten überlagert, vollzieht sich unter zunehmendem Druck und Luftabschluss der Prozess der Inkohlung. Limnische Reviere bilden sich unter anderem im Bereich der Saale und Saar, im Erzgebirge, in Tschechien und Polen. Paralische Reviere finden sich in Großbritannien, wo die kohleführende Fläche etwa 20.000 Quadratkilometer umfasst. Außerdem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und in Deutschland. Ja, und jetzt verbuddeln wir sie selber, unsere schöne Kohle, weil ja angeblich alles demnächst mit Windkraft und mit Solarenergie betrieben werden kann, was wir täglich benötigen. Wer es glaubt, wird selig. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Feuchtwarmes Klima lässt im Karbon in weiten Teilen Europas Moorlandschaften entstehen. In Klammern hier das Vennermoor bei Münster, Klammer zu. Der sich bildende Torf wird in vielen Regionen durch Inkohlung in Steinkohle umgewandelt. Der Hammer. Das Bild dazu. Und wir haben diese Abbildung, wo ich nochmal neu anfangen musste.
Diese Übersicht mit den verschiedenen Fossilien haben wir fast wieder reingeholt oder haben wir schon fast reingeholt. Es kommt nämlich nur noch jetzt eine Begriffserklärung und dann sind wir fertig. Und da geht es um das Moldanobicum, da wo ich vorhin ein bisschen gestolpert bin beim Lesen. Also Moldanobicum, ein Massiv aus kristallinen Gesteinen meist präkambrischen und paläozoischen Alters. Es umfasst den Böhmerwald, die böhmisch-mährische Höhe und das böhmische Becken. Im Lauf der Erdgeschichte war das Moldanubicum meist Festland. Moldau, na, davon ist es, denke ich mal, abgeleitet. Ja, damit sind wir schon wieder durch für heute. Und wie gesagt, morgen wird es etwas kürzer. Und auch übermorgen werden wir dann nur jeweils 6 Seiten durchnehmen, weil es Schwachsinn wäre, morgen 8 zu machen und dann am Freitag nur noch 4. Wird dann das letzte dann zu kurz, finde ich. Ja, und damit sind wir wieder durch für heute. Ich hoffe, es war einiges Interessantes dabei heute, vor allen Dingen viel über Insekten. Sicherlich das ein oder andere vielleicht neu gewesen für den ein oder anderen Zuschauer, was die Insekten so für eigentümliche oder Eigenarten an sich haben. Ja. Und wir sind wieder in der Erdgeschichte ein Stückchen weitergekommen. Die Kontinente schieben sich langsam so zurecht, wie wir sie heute kennen. Und wir sind wieder insgesamt, jetzt muss ich kurz rechnen, 300, wo haben wir zuletzt? 300, ach, ist jetzt egal, 354 Millionen waren wir zuletzt, genau. 354 bis 325 sind wir also wieder fast 30 Millionen Jahre, 29 Millionen Jahre genau, ungefähr weitergekommen in der Geschichte. Ja, und da hoffe ich doch, dass euch das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns morgen wiedersehen und wiederhören. Wenn der Facebook-Gott will, auf allen drei Portalen, bei Facebook und auch bei VK.com und bei YouTube. Und damit verbleibe ich wie immer mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.